Es regnet, liebe Zuschauer, kein tolles Fußballwetter, aber wir begrüßen Sie dennoch sehr herzlich zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Bayern München gegen Mainz 05. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Die Bayern mit dem Anstoß. Los geht's. So gehen's die Bayern also heute an. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Matthijs de Ligt spielt gemeinsam mit Lucas Hernandez in der Abwehr. Joshua Kimmich steht mit Leon Goretzka im Mittelfeld. Und sie fangen hier. Ah, Moment, jetzt liegt was in der Luft. Ja, schön geklärt erstmal. Die Gefahr bereinigt. De Bruyne. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Da ist die Entstehung dieses Treffers. Sie bringen zunächst den Ball rein und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Geht da voll in diesen Zweikampf. Die Fans werden laut. Vielleicht die Schusschance für Mané jetzt. Sie ziehen davon unaufhaltsam. Gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit 2 Toren vorne. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Das könnte es sein. Da passt der Torhüter auf. Ecke kommt in die Mitte. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter, war gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Ja, das ist natürlich nicht leicht, da jetzt durchzukommen. Kevin De Bruyne. De Bruyne mit der Riesenchance. Und jetzt gibt es eine Ecke. Ecke kommt. Ah, den muss er besser erklären. Kein Problem, ganz sicher. Sie bekommen gleich wieder Ecke. Kein Problem, der Torwart ist da beim Eckball. Sie kommen über Harry Kane. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Es gibt einen Treffer im Stadion an der Alten Försterei. Wir gehen kurz ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor. Sie leben noch. Das war der Anschlusstreffer. Geht noch was?
Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann kommt dieser harte Ball aus der Halbdistanz. Das ist wunderbar getroffen. Das ist eine tolle Technik. Drin ist der Ball unhaltbar. Tor 2-1. Hier ist noch alles drin. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Das muss er besser machen. Thiago Thomas. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Sie verlieren den Ball. Kimmich. Nur noch der Torwart vor sich. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Kimmich. Kimmich! Gute Aktion vom Torhüter. Ecke kommt ins Zentrum. Sie bekommen den Ball nicht weg. Volley genommen. Der ist noch heiß. So, damit war's das für die erste Hälfte. Die Bayern sind vorne. Das Team mit der besten Offensive packt wieder alles aus, was es im Angebot hat. Zwei Tore sind schon. Ich glaube, da geht noch mehr. Sie sind in Spiellaune, in Torlaune. Noch ist es knapp, aber sie können diese Führung auch noch ausbauen. Davon bin ich überzeugt. Durchgang 2 hat begonnen. Den Zweikampf führt er sehr gut. Sie unterstützen gut. Grealish. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Der Vorstoß hier über Harry Kane. De Bruyne. Er trifft. Und damit steht heute für ihn ein Doppelpack zu Buche. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. De Bruyne am Ball. Könnte was werden. Sichere Parade. Ecke kommt. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Gutes Tackling. Da wäre Platz für einen Konter. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Jetzt lassen Sie den Ball laufen. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Nee, weit frei. Eigentlich gut gedacht, aber es fehlt einiges. Die Bayern wechseln. Bisher ist das eine richtig gute Ballbesitzquote auf Seiten der Bayern. Und wenn du diese Überlegenheit dann so gut, so exzellent in Torgefahr ummünzen kannst, dann kommt eben eine Führung dabei rum. Jetzt, wenn das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird, dann wird es eng. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß.
Gehalten. Ball kam aufs Tor, aber wirklich präzise, wirklich hart war er nicht. Und da wird uns eingeblendet, mit wem es Mainz als nächstes zu tun bekommt. Es geht gegen den VfL Wolfsburg im nächsten Bundesligaspiel. Und das sind zwei ausgeglichene Teams, wird ein hochinteressantes Spiel. Davis. Tja, das war keine gute Flanke. Mané. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Er passt gut auf und hat den Ball. Thiago. Hat jetzt Anspielstation. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Ja, zwei Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Da kommt der Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel hier beendet. Bayern München holt sich den Sieg. Klarer Sieg also, ein Tor schöner als das andere und genau so kennen wir sie. Mehr Treffer hat keine Mannschaft erzielt und heute hat man wieder einmal gesehen, warum. Spielen sich viele, viele Chancen raus und machen die Dinge auch. Eiskalt, routiniert, souverän, das ist großartig. And I've been living fast life, but I see it in slow. Oh no, and you see my lifestyle, I got G's in the double. If I broke, now my business, I'ma show you you go right. All I care for the night, if I broke, now my business, I'ma show you you go right. All I care for the night. SSC, if it be the reason why your baba want to jealous me. If you want to take up serious, I do top speed. No fit to resonate, I'm on a different frequency. I don't think it's necessary. I be there's somebody that could do like me. Man, I be like Musala coming up the right wing. I got to your defender, you no need to tell me. Viele Augen ruhen heute auf Kevin De Bruyne. Denn vier Tore aus den letzten drei Spielen sprechen für sich. Wir zeigen es Ihnen jetzt bei EA Sports. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und es geht heute um das Rückspiel im Achtelfinale. Ich glaube, das könnte heute wirklich ein sehr interessantes Spiel werden. Für beide geht es um eine Menge. Boah, das könnte ein Kracher werden, Wolf. Die Gastgeber, der Sieger im Hinspiel und wir schauen, wie sich das entwickelt, das verspricht einiges, könnte sehr spannend, könnte vielleicht sogar dramatisch werden. Zwei starke Mannschaften. So gehen es die Bayern also heute an. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Matthijs de Ligt spielt gemeinsam mit Lucas Hernandez in der Abwehr. Leon Goretzka steht gemeinsam mit Joshua Kimmich auf den zentralen Positionen. Und gleich drei Stürmer sollen heute den Erfolg bringen. Oh Wolf, eine sehr offensive Aufstellung, da bin ich wirklich gespannt.
Anstoß durch die Bayern. Die Partie läuft. Kurze Unterbrechung. Freistoß gegen den FC Bayern. Klasse Aktion. Da kann er erstmal klären. Kimmich. Kane hat da mehrere Optionen. Goretzka. Die Hechtparade von Rui Patricio. Ecke kommt von Kimmich. Starke Szene, da ist er da und schnappt sich diese Ecke. Da machen sie Druck. De Bruyne. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Leon Goretzka. Musiala mit dem Ball. Guter Versuch, aber kein Tor. Ja, sah vielversprechend aus, aber es fehlen die entscheidenden Zentimeter. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da, gutes gehalten. Rui Patricio, was für eine Aktion. Buschi, was dürfen wir heute von Kevin De Bruyne erwarten? Auf ihn werden sie bestimmt gesondert achten. Sollten sie auch, angesichts der 4 Treffer, die ihm in den letzten 3 Spielen gelungen sind. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Der Freistoß endet in der Mauer. Gut, wie er den Ball abblockt. Tammy Abraham. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Einwurf, der Ball war draußen. Arambari. Das macht er sehr gut. Nach der Aktion gibt es Freistoß gegen den FC Bayern. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für Bayern München. Dann geht es auswärts gegen Hoffenheim. Da sind wir natürlich mit von der Partie, ist doch klar. Ah, das frühe Stören, das zahlt sich aus. Da haben Sie den Ball. Kimmich. Kevin De Bruyne. Chance für Musiala. Da ist die Führung. Und sie haben es sich wahrlich verdient. Ja, bisher total überlegen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. Ein fantastisches Tor. Er setzt den Ball hier in den Winkel. Klasse gemacht. Insgesamt steht es nun 2:0. Wir machen weiter mit diesem Spiel. Harry Kane. Sie können den Pass unterbinden. Kollegen bieten sich an. Davis. Nee, da kommt keiner dran. Gehalten von Patricio. Oh, da ist er durch. Chance lebt noch. Gefahr erstmal bereinigt. Pausenpfiff. Durchgang 1 ist zu Ende. Kurz durchatmen, dann geht's hier weiter.
So, weiter geht's. Wir gehen rein in Durchgang 2. Guter Einsatz, Ball ist weiter im Spiel, könnte gefährlich werden jetzt. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Klasse Balleroberung, das war natürlich ein toller Zweikampf. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Davis. Kane mit der Chance. Sie machen das Tor. Wunderbar, wie er diesen Ball trifft. Da ist eine Menge Wucht, eine Menge Power hinter. Da hat der Keeper keine Chance. So, weiter geht's. Neuer Spielstand insgesamt 3-0. Da haben die Bayern Platz. Davis. Weg ist der Ball. De Ligt. Joao Cancelo ist das. De Bruyne. Kimmich. De Bruyne am Ball. Grealish. Davis am Ball. Gehalten von Patricio. Harry Kane. Und da ist der Ball wieder weg. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Und jetzt wird es Einwurf geben. Harvey Barnes. Dybala. Abgefangen von Kimmich. Da wäre Platz für den Konter. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Wirkt im Moment sehr gefährlich, was sie da machen. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Ja, 2-0 steht es hier aktuell und wir schauen schon mal, gegen wen es als nächstes geht. Da ist die Chance. Ja, wird geblockt. Dybala. Tammy Abraham. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Sie bieten sich an. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Er lässt den Gegner stehen. München ist durch. München ist weiter. Das war's für heute. Schöner Erfolg. Sie sind weiter, dazu kann ich Sie nur beglückwünschen, aber wie der Sieg in diesem Duell einzuschätzen ist, das kann ich noch nicht sagen. Da müssen wir mal abwarten, wenn stärkere Gegner kommen. Er hat heute wirklich gut gespielt, Puschi. Das war eine starke Leistung heute. Tor gemacht, was will man mehr? Hat sich den Jubel wirklich verdient.
Kane hat da mehrere Optionen. All right, just a couple of questions for you. That'll be all, thank you.